Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Große Lügen heißt unser Thema heute Nacht. Und ich möchte gerne mit euch reden über eure großen Lügen. Was war eure größte Lüge, die ihr bisher fabriziert habt? Vielleicht lebt ihr sogar in einer Lebenslüge oder tragt eine Lebenslüge schon viele Jahre mit euch herum oder Jahrzehnte, wer weiß. Niemand weiß davon. Und ich würde gerne auch mit Leuten reden, die Opfer von Lügnern geworden sind. Opfer von Lügen sind, von großen Lügen. Also, wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr mit mir reden wollt, 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Nadine und Nadine ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Nadine. Hallo. Geht es um eine Lüge von dir? Ja, ich lebe im Moment auch mit einer Riesenlüge. Mhm. Nämlich? Und zwar, ich bin mit dem Freund von meiner Freundin zusammen. Nochmal, ich habe es nicht richtig verstanden. Geh mal ein bisschen näher noch ans Telefon und wenn es geht, vielleicht ans Fenster. Die Leitung ist nicht so gut. Ja, das war eben schon mal. Also, so jetzt besser? Ja, wir versuchen es mal. So doll ist es immer noch nicht. Mhm. Ja, also auf jeden Fall bin ich mit dem Freund von meiner Freundin zusammen. Mit dem Freund deiner Freundin? Ja, genau. Besten Freundin? Einer sehr guten Freundin. Einer sehr guten Freundin. Mhm. Wie lange sind die beiden schon zusammen? Ja, so 2,5 Jahre. Mhm. Und wie lange läuft das zwischen dir und diesem Mann? Ziemlich die ganze Zeit schon. Auch die ganze Zeit? Ja, ungefähr. Aber die waren zuerst zusammen? Nein, ich war zuerst mit ihm. Ach, du warst mit ihm zuerst zusammen? Ja, genau. Und das lief da auch schon geheim? Nein, das war nicht geheim, das war öffentlich. Aber dann wusste deine Freundin doch, dass du mit ihm zusammen bist? Ja, das war ja schon. Dann waren wir aber auseinander. Ach so. Und ungefähr so 3 Monate später sind sie zusammengekommen. Ach so. Und also ihr wart, das war ganz sauber, offen... Ihr wart offiziell getrennt voneinander und dann sind die beiden, also deine Freundin und er, zusammengekommen. Ja, genau. Mhm. Ja, und jetzt, wir können nicht die Finger voneinander lassen. Ihr könnt nicht die Finger voneinander lassen. Genau. Du musst doch ein irre schlechtes Gewissen haben, wenn du an deine Freundin denkst. Ja, das auf jeden Fall. Sprichst du mit deiner Freundin über ihren Freund? Redet sie zum Beispiel über Probleme in der Beziehung mit dir? Ja. Und wie verhältst du dich da? Ja, ich versuche halt zu ihr zu halten. Also, aber du bist doch dann auch in einem Konflikt. Ja, das schon. Aber ich versuche immer so, dass halt nichts rauskommt. Mhm. Erzählst du dann wiederum deinem Liebhaber, ich nenne ihn mal so, davon, was deine Freundin über ihn sagt? Nein. Das nicht? Nein. Mhm. Aber weil ich möchte auch nicht so, dass ich irgendwie dazwischen stehe oder dass ich schuld bin, dass sie auseinanderkommen. Mhm. Das möchte ich auch nicht. Du bist aber nicht auch noch in einer Beziehung? Nein. Nein, das nicht. Mhm. Nein. Trefft ihr euch auch hin und wieder oder gar öfter zu dritt? Nein, ja, das schon. Dann stelle ich es mir besonders bedrückend für dich vor, wenn du mit deiner besten Freundin zusammen bist und ihm und du hast heimlich was mit ihm. Ja. Ja, es geht. Ich bin das halt schon gewohnt, weil wir halt schon ziemlich länger schon zusammen sind. Mhm. Wie lange warst du eigentlich vorher mit dem zusammen, bevor er mit deiner Freundin zusammenkam? Ja, so knapp 2 Jahre oder so. Ach, so lange? Schon, ja. So lange. Dann seid ihr ein richtiges Ehepaar. Mhm. Was heißt denn zusammen? Ist das eine reine Sexgeschichte oder würdest du sagen, wir lieben uns auch? Ja, dass wir uns lieben, würde ich nicht sagen. Ach, würdest du nicht sagen? Ja, also von meiner Seite schon. Also ich empfinde viel für ihn. Aber da du das jetzt im ersten Moment schon so weggedrückt hast, würde ich das so verstehen, also die große Hammerliebe ist es gerade nicht. Es war für mich die große Hammerliebe. Es war für dich. Deswegen ist das für mich vielleicht auch so schwer loszulassen von ihm. Das heißt, letztendlich können wir ja so aussprechen, so klar sagen, es ist eine sexuelle Sache. Ja, nicht nur, wir
treffen uns auch, gehen spazieren und so, weil wo auch nichts läuft. Wir müssen jedes Mal, wenn wir uns treffen, dass dann auch Sex mit ihm spielen. Wie oft trefft ihr euch denn? Ja, so viermal in der Woche. Viermal in der Woche? Auch, ja, kann auch weniger sein. Also, aber spazieren gehen ist doch eigentlich auch ein bisschen heikel, wenn man euch dann sieht, kann das doch schon irgendwie durchsickern. Die Gefahr besteht ja. Ja, wir treffen uns aber immer so, dass uns keiner sieht. Ja. Also, da kann uns keiner sehen. Weil die Gefahr zu groß ist, dass man uns sieht. Wundert deine Freundin sich denn nicht, dass du keinen Freund hast? Ich gehe mal davon aus, dass sonst nichts weiter läuft mit anderen Männern. Ja, ich sag halt immer, dass mir so gefällt und so. Bitte was? Ich hatte dazwischen auch Beziehungen. Ja. Aber ist ja nicht so, dass das jetzt die ganze Zeit durch war, dass wir uns getroffen haben. War auch mal so ein paar Monate, wo wir uns nicht getroffen haben, wo ruhig war, aber. Was sagt er denn? Er steht ja auch in einem ganz großen Gewissensdrama, letztendlich Konflikt. Ja. Wie geht er denn damit um? Ja, locker eigentlich. Ach, locker? Ja. Man lügt und betrügt. Ja. Wie bewertest du denn dein eigenes Verhalten? Ja, schlecht. Ja, und warum tust du nichts dagegen? Das geht, wenn ich jetzt sage, das geht eigentlich, sag mir, dann ist das blöd, aber... Finde ich auch. Aber... Aber? Ich weiß nicht. Wie soll es weitergehen? Ja, mal sehen. Ich meine, lange kann das so nicht weitergehen, das weiß ich. Also, mal sehen und ich weiß nicht und keine Ahnung und so, das ist keine Lebenseinstellung, keine Lebenshaltung. Ja. Das weiß wirklich niemand. Das weiß nur er und du. Ja. Ich finde es, muss ich dir sagen, Nadine, wahrscheinlich hast du dir das auch schon gedacht, als du hier angerufen hast, ich finde das absolut beschissen, was du da machst. Ja. Das ist unter aller Sau. Du bist, ne? Also, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das siehst du ja auch so, höre ich ja jetzt schon. Ja. Ja, ich weiß das. Ich gehe jedes Mal dahin und weiß, dass ich lügen muss oder ich war zu Hause, sage ich. Oder dass, diese Freundin, wenn du sagst, es ist schon eine sehr gute Freundin, wie lange kennt ihr Mädels euch schon? Also 7 Jahre. 7 Jahre. Also ja. Du sagst, sie zählt zu meinen guten Freundinnen. Ja. Dieses Mädchen wird dich wahrscheinlich zeitlebens verachten, wenn das rauskommt. Und irgendwann kommt es raus. Und ich glaube, dass du auch nie so behandelt werden möchtest von einer Freundin, dass eine Freundin dich so hintergeht. Ja, ich weiß auch, also die Freundschaft mit ihr ist mir auch wichtiger, wie jetzt so eine lockere Beziehung mit ihm. Also die Freundschaft. Das sagst du, das sagst du so klar, Nadine, die Freundschaft mit ihr ist dir wichtiger als die Beziehung mit ihm. Ja. Und dann handelst du nicht und dann tust du nichts und lässt es einfach so gehen. Das ist eine schwache Leistung. Aber hallo. Dann musst du, ich meine, das ist jetzt schon so schlimm, wenn man, das ist ja so eine unglaubliche Lüge. Für das Mädchen bricht ja eine Welt zusammen, wenn die das erfährt. Die ganze Beziehung wird ja kaputt gemacht dadurch. Wenn sie sich im Nachhinein vorstellt, Mensch, die waren die ganze Zeit parallel auch zusammen. Ja. Der allersauberste Weg, den du gehen müsstest, wäre ein Offenlegen deiner Freundin gegenüber. Dann hast du sie natürlich verloren. Ja, das wüsste ich auch. Wenn ich alles offenbare, das dann zu Ende ist. So. Und wenn du dazu im Moment nicht imstande bist, dann geh wenigstens den kleinen Weg. Und der kleine Weg heißt sofortiges Beenden der Beziehung zu diesem Mann. Vielleicht ist es sogar zu überlegen, es deiner Freundin nicht zu sagen, um ihr nicht so weh zu tun, wenn sie sich vorstellt, was da passiert ist. Andererseits müsste man es ihr vielleicht sogar wünschen, dass sie kapiert, was für ein Kerl sie da auch an ihrer Seite hat. Denn sie wird ja doppelt betrogen. Sie wird von ihm betrogen und von dir betrogen. Ja. Wie alt ist sie, die Freundin? Sie ist auch 19. Auch 19. Mhm. Das ist natürlich wirklich ein super Schock, wenn man das erfährt. Ihr habt da so richtig euch in den Dreck reingeritten, sage ich dir, Nadine. Ja. Das so darf man nicht mit Menschen umgehen. Und schon gar nicht mit Menschen, die einem wert sind. Also du musst es beenden. Das ist erstmal die absolute Grundaussage. Du musst es beenden. Und wie es dann weitergeht, ob du es ihr sagst,
ist eine zweite Frage. Aber das erste Ding ist, du musst da raus. Definitiv. Auch für dein eigenes Selbstwertgefühl. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich nicht toll findest, wenn du dich im Spiegel anguckst. Nein. Mhm. Also, klare Sache, finde ich. Du musst handeln. Alles Gute, Nadine. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Große Lügen. Ja, das war schon eine große Lüge, die wir gerade gehört haben. Das ist unser Thema heute Nacht. Steckt ihr im Moment in einer ganz großen Lüge? Vielleicht sogar in einer Lüge, dass ihr sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Oder erzählt mir von der großen Lüge, die größten Lüge, die ihr bisher angerichtet habt. Oder wart ihr schon mal Opfer von Lügnern oder Lügnerinnen? 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Nächster Anrufer ist der Christian und er ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Christian. Ja, ich habe auch eine ziemliche Lebenslüge. Ja. Und zwar leugne ich in meinem Bekanntenkreis, meinem Freundeskreis, dass ich seit gut 6 Jahren zu Prostituierten gehe. Mhm. Und auch dort meine einzigen sexuellen Erfahrungen gesammelt habe. Das heißt, du hast noch keine Freundin gehabt? Ja, früher, aber natürlich als Teenager, ja, hatte ich eine Freundin, aber da ist auch nichts gelaufen. Nichts gelaufen. Außer und jetzt in den letzten 6 Jahren auch keine Beziehung? Nein. Aber das kriegen die anderen ja mit. Was sagst du denen dann? Also die kriegen nicht, du leugnest, dass du ins Bordell gehst? Richtig. Aber die kriegen dann mit, hier der Christian, 25 Jahre alt, hat auch noch nie eigentlich eine Freundin gehabt. Kommt denen das nicht komisch vor? Ja, das Schöne ist, ich habe einen sehr großen Zeitraum gehabt, wo ich, manchmal von meinem engeren Freundeskreis etwas isolierter war. Mhm. Und ich hatte dort zu dieser Zeit Frauen, mit der ich eine gute Freundschaft gepflegt habe. Ach so, und dann sah das nach außen hin so aus, als wärst du da, wird da was laufen. Genau, das habe ich dann so weit aufgebauscht, dass ich gesagt habe, ich bin der tolle Hengst, die kann mir nicht widerstehen. Und ja, nach einer gewissen Zeit habe ich dann auch gesagt, ich möchte eigentlich keine Freundin, ich bin lieber Single und so, habe ich mehr so auf den überzeugten Einzelgänger-Single-Mann gemacht. Gibt es denn nicht so einen ganz nahen Busenfreund um dich herum, der das schon wittert, dass da irgendwas nicht stimmt? Nein. 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 Ist der Freundeskreis denn, also der etwas weitere Freundeskreis, groß? Der ist sehr groß, ja. Mhm. Warum hast du denn noch nie eine normale Beziehung gehabt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten. Hast du dich noch nie in ein Mädchen verknallt? Doch, sehr. Sehr sogar. Ja. Und warum bist du näher an das Mädchen rangegangen? Nein, ich weiß nicht. Ich habe, also in den letzten Jahren habe ich mich eher mehr von Frauen zurückgezogen. Mhm. Also ich, und das ist auch jetzt so der Grund, warum ich diese Lüge, die ich da aufgebaut habe, immer mehr bedroht sehe. Weil ich war schon früher ein schüchterner Mensch. Ja. Darf ich mal kurz eben unterbrechen? Du hast gesagt, von Frauen zurückgezogen. Aber du gehst weiter regelmäßig ins Bordell. Ja. Mhm. Das ist... Du meinst mit Frauen, dich von Frauen zurückgezogen, so im Privatleben? Ja, also wenn ich merke, ich verliebe mich, ja, dann... Ah ja. Dann kriegt man ja eigentlich so einen Schub. Ja, man möchte diese Frau jetzt erobern. Man möchte sich ihrer Gefühle auch sicher sein. Ich ziehe mich da völlig zurück. Ich verkrieche mich, verstecke mich. Hast du Angst vor einer Niederlage? Ja. Immer schon gehabt? Ja. Mhm. Und je länger man wartet, desto größer ist die Angst, ne? Ja. Mhm. Wie oft gehst du ins Bordell? Das ist unterschiedlich. Das kommt auf meine Gemütsfassung an. Ja. Das kann 3-mal im Monat sein. Ja. Dann habe ich auch mal Phasen, wo ich ein Vierteljahr nicht gehe. Mhm. Aber dann wieder danach. Ganz dicke. Ja. Und so finanziell kriegst du es auf die Reihe? Nein. Auch nicht? Nein. Was kostet denn bei dir ein Aufenthalt im Bordell, also für deine Bedürfnisse? Für meine Bedürfnisse sind es, wenn ich richtig ausgehe, nach so, ich sag mal, so einem Zeitraum von einem Vierteljahr, sind es dann schon 300 bis 350 Euro. 350 Euro? Ja, dann kann man aber auch so, ich sag mal, so einen halben Abend dann bei der Dame bleiben. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht die schnelle Nummer, ne? Nein, das ist nicht die schnelle Nummer.
die schnelle Nummer kann dann auch, das ist dann halt, wenn ich dann so 3-mal im Monat, dann geht's mit 50 Euro irgendwo in so ein Laufhaus. Du bist dann länger, für 350 Euro bist du länger bei der Hure. Ja. Hast du denn auch besondere sexuelle Vorlieben oder ist das eigentlich eher das normale Programm? Also ich habe auch schon speziellere Dinge ausprobiert. Zum Beispiel? Das sind so Sachen wie leichten SM oder auch NS. Ja. Aber nur so ausprobiert ist nicht so unbedingt hauptsächlich dein Ding. Nein, also das Einzige, was ich dann wirklich will in diesem, sag mal, in diesem Abend, ist, das geht dann wirklich los, dass ich dann wirklich in so einen Club gehe, dann ein Glas Champagner mit der Dame trinke, man unterhält sich, mindestens vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde und dann geht es erst aufs Zimmer, dass ich mehr so die Nähe habe. Ah ja. Ich will dann mehr. Du redest dann auch mit den Mädels? Ja. Ja. Also es gaukelt dir dann in dem Moment ein bisschen so eine Beziehung vor, ne? Ja, im ersten Moment, ja. Also eine private Intimität, wo es nicht nur um Hose runter, zack, zack geht, sondern um mehr, ne? Wo es dann, sag mal, was man sich, so stelle ich mir vielleicht sowas, wenn Leute oft auf die Piste gehen und vielleicht die One-Night-Stand suchen. Also so. Warum schämst du dich vor deinen Leuten zu sagen, ich gehe ins Bordell? So schlimm ist es ja nur auch nicht. Ja, das ist, ich habe mal ein Gespräch mit ihm gekriegt, weil mein Freundeskreis besteht auch aus sehr vielen Frauen. Und habe dort mal ein Gespräch mitgekriegt, dass die das sehr eklig finden, abstoßend. Stimmt, da reagieren Frauen anders drauf, in der Regel als Männer. Wenn du deinen Jungs das erzählst, die werden sagen, oh, toll, erzähl doch mal. Genau, du bist der tolle Kerl. Aber ich möchte es auch mit den Mädels halt auch nicht verschärfen. Ja. Und die belastet dich mehr diese Lüge, die du da deinen Freunden permanent erzählst oder eben nicht erzählst, oder belastet dich eigentlich mehr die Tatsache, dass du nur bisher deine sexuellen Erfahrungen in einem Bordell gesammelt hast? Beides. Ja, finde ich auch. Ich finde das Letztere eigentlich in diesem Fall noch gravierender. Ja. Weil das deutet ja schon auf ein großes inneres, tiefes Problem hin. Ja, das ist, ich meine, man am Anfang war es ja wirklich, das war irgendwo ein Kick, ja. Aber inzwischen ist es wirklich so, wenn ich aus so einem Bordell komme, und das ist auch dann hauptsächlich bei, ich sag mal, den kürzeren Nummern so, bei der schnellen Nummer, danach bin ich völlig leer. Und fast das ist ein Gefühl, auf der einen Seite genieße ich dieses Gefühl, weil es ist wirklich ich bin leer gesogen, ich denke nicht, ich handle nicht. Ich habe schon teilweise mal Abende gehabt, da saß ich dann wieder zu Hause und frage mich, wie bist du jetzt Auto gefahren worden? Mhm. Du warst doch überhaupt nicht da. Mhm. Ja? Damals, das erste Mal, als du ins Bordell gegangen bist mit 19, was war da der Hauptantrieb? Einfach mal die Erfahrung machen zu wollen? Das war die Neugier. Die Neugier. Mhm. Das war so die Zeit, da machte bei uns so ein neues Laufhaus auf und da musst du noch unbedingt rein, musst das mal angucken. Ja. Und ich meine, die Mädels sind ja auch ziemlich attraktiv und, und dann passiert es halt. So, nun bist du 25 Jahre alt, läuft das schon 6 Jahre so, was eine verdammt lange Zeit ist in dem Alter. Da hat sich jetzt schon vieles so eingespielt, eingefahren. Wie muss das jetzt weitergehen, frage ich so. Wie soll es weitergehen? Es sollte ja so nicht weitergehen. Mhm. Es darf ja auch so nicht weitergehen, weil du dich ja völlig vereinsamst. Das heißt, letztendlich muss ja alles getan werden in die Richtung, und dann wird sich das mit den Freunden auch auflösen, die Lügenproblematik. Es muss ja in die Richtung gehen, dass du mal eine Liebesbeziehung erfährst, dass du mal eine Nähe zu einem Menschen mitkriegst und dann eben auch dann die Sexualität genießen kannst. Darum geht es. Eine Lösung habe ich bis jetzt noch nicht. Ja, aber da muss man jetzt drüber nachdenken und vor allen Dingen liegt auch sehr viel an dir. Da musst du eine ganze Menge zu beitragen. Da musst du sehr hart gegen dich sein. Nämlich, dass du, wie du gerade gesagt hast, ich ziehe mich immer mehr zurück von Frauen. Genau das ist der falsche Weg. Du musst dich sogar zwingen, dich noch mehr mit Frauen zu beschäftigen, mit Frauen auszugehen. Und das Allerschwierigste wird für dich sein, da du da so Hemmungen vorhast, diese ersten Schritte zu wagen, ja, das ist zu flirten und so weiter.
dann kommt ja, für mich ist da dieser Teufelskreis im Kopf. So, man geht auf eine Frau zu, mhm, und dann kommt auch wieder diese Angst, diese zurückgewiesen zu werden oder auch zu versagen. Mhm. Weil wie erkläre ich einer Frau, die so in meinem Alter ist, hallo, du hast hier eine kleine Jungfrau vor dir sitzen. Indem du ihr das genau so sagst. Ich garantiere dir, Christian, wenn du nicht gerade an eine ganz dumme Nuss gerätst, garantiere ich dir, dass die meisten Frauen mit hohem Respekt deine Ehrlichkeit quittieren werden. Dass die das toll finden, wenn du so ehrlich bist. Wenn du denen so ehrlich das hinlegst, wie du es mir jetzt erzählt hast, hast du dir die Angst genommen und die Frauen werden es gut finden, dass du so offen bist. Ich garantiere es. Wenn es zumindest zu einer ersten Annäherung schon gekommen ist mit einer Frau. Ich würde auf keinen Fall den großen Zampano spielen, wenn du dich jetzt einer Frau annähern würdest. Bevor es auch so zur ersten intimen Begegnung kommt, würde ich ihr das erzählen. Ich würde es ihr wirklich erzählen. Das ist ja auch nicht so dramatisch. Das ist ja auch keine Schande, was du da gemacht hast. Es ist ja erklärbar aus deiner Biografie, wie auch immer, heraus. Ja, nur dann, ja. Aber du musst es, wie immer im Leben, du musst es tun. Und wenn du 5 Niederlagen hast, wenn 5 Frauen sagen, nee, den will ich nicht, aber bei der 6. klappt es. Altes Rezept, nur handeln, 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 tun. Sich zurückziehen, Angst haben, nachdenken, theoretisieren ist immer, immer schlecht. Für alle Lebenssituationen, die es gibt. Und jetzt hast du noch die Chance. Du bist ja noch in einem guten, knackigen Alter. Wenn du das jetzt noch 5, 6 Jahre so machst, dann wird es immer schwieriger. Also, ran an die Frauen, Christian. Aber nicht an die Huren, sondern an die Mädels in deiner Umgebung. Ja. Nur so geht's. Anderen Tipp habe ich nicht. Und da musst du gegen dich vorgehen. Wirklich hart gegen dich vorgehen. Und wenn du immer wieder innerlich denkst, ich kann's nicht, du kannst es doch. Irgendwann kannst du es. Viel Glück. Ich danke dir. Tschüss, Christian. Ciao. Große Lügen. Das ist unser Thema heute Nacht. Ihr könnt anrufen unter 0800 220 5050. Morgen haben wir wieder eine freie Themennacht. Und am Donnerstag sind wir dieses Jahr an dieser Stelle auch schon mal wieder gesagt. Früher im Fernsehen, um 11:45 sind wir schon im WDR-Fernsehen, direkt nach dem Kanzlerbungalow. 11:45 WDR-Fernsehen am Donnerstag, Domian, nach dem Kanzlerbungalow. Nächster Anrufer, den ich herzlich begrüße, das ist Benny. Und Benny ist 25 Jahre alt. Hi. Hallo. Hallo, Benny. Domian. Deine Lüge? Geht's um eine Lüge von dir? Ja, es geht eigentlich um mehrere Lügen. Ja. Es geht um mein ganzes Umfeld. Ich lüge halt irgendwo generell, es fängt mit der Arbeit an, dass ich bestimmten Leuten halt, es fängt bei meiner Familie an, bei meiner Freundin, dass ich denen sage, ich gehe arbeiten. Aber du gehst gar nicht arbeiten? Ich gehe nicht arbeiten. Was machst du? Gar nichts? Ja, du bist arbeitslos? Ja, ich bin arbeitslos. Hast du was gelernt? Nee, gelernt habe ich nichts. Ich war früher auf der Sonderschule, habe die 10 Jahre lang besucht und ja, wie soll ich sagen, danach habe ich den Abschluss nicht geschafft, musste dann halt immer wieder versuchen, den Abschluss nachzuholen. Ja. Das habe ich alles nicht gepackt, weil mir das alles irgendwie, ich weiß nicht, zu doof war. Das war, ja. Zu doof oder zu viel? Bitte? War es dir zu doof oder war es dir zu viel? Nee, eher zu doof. Es kommt nicht davon, dass ich das nicht packen würde. Mhm. Nur wenn das Umfeld bei mir irgendwo nicht stimmt, dann verliere ich schnell die Lust und dann... Ja, dann klappt es irgendwo nicht. So, wir reden jetzt von einer Schulzeit, da warst du 15, 16 Jahre alt ungefähr. Ne? Das liegt dann also fast 10 Jahre zurück. Das heißt, seit 10 Jahren belügst du dein Umfeld und sagst, ich gehe arbeiten und gehst gar nicht arbeiten. Ja, das stimmt. Von was lebst du? Bitte? Von was lebst du? Ja, ich kriege noch nichts mehr vom Amt. Arbeitslosengeld oder sowas in der Art schon gar nicht. Da muss man ja eine gewisse Zeit gearbeitet haben. Aber Sozialhilfe? Ja, die hat man mir auch gestrichen. Weil es halt auch wieder nicht geklappt hat mit den Arbeiten, die sie mir gegeben haben. Es sind so halt Arbeiten von Euro und dafür kriege ich ja halt die Sozialhilfe. Gut, aber du musst ja von irgendwas leben. Von was lebst du? Ja, ich ernähre mich meistens zu Hause bei meiner Mutter. Mhm. Da kann ich vorbeikommen, essen. Es gibt Kollegen halt, wo ich auch halt essen kann. So ein bisschen durchschnorre? Ja, genau. Und man kann schon sagen, schnorren. Hast du denn eine eigene Wohnung? Nein, ich wohne bei einem Kollegen zurzeit. Ach so. Und zahlst, kannst da folglich dann ja auch keinen Anteil der Miete zahlen, ne? Nein, nein. Und das macht er mit, der Kollege? Ja, das ist ein ganz besonderer Kollege, muss ich dazu hinzufügen. Sieht das schon hoch an, wenn ich halt auch mal mit Essen von zu Hause komme, Ach so. Das mal mitbringe. Aber der kriegt das doch mit, dass du nicht arbeitest, oder?
Nee, weil ich morgens aus der Wohnung gehe. Aber dann könnte er doch von dir verlangen, dass du auch ein bisschen Geld hinlegst. Ja, das, ich glaube, er wird das schon oft gerne sagen. Aber bis jetzt kam noch nichts und ich glaube, er wartet vielleicht auch noch. Wie lange wohnst du schon bei ihm? Das ist jetzt ungefähr, ja, 2 Monate. Ja, was ist denn das denn? Ein ungewöhnlicher Bekannter, der so großzügig ist. Wie erklärst du dir das? Ja, der hat ein großes Herz, würde ich sagen. Ist das ein... Und er ist auch nicht gerade der Typ, der gerne auch alleine sein will. Ah ja. Und dann passt das schon irgendwie. Ist er älter als du? Nee, noch jünger. Ah ja, aber er hat eine Arbeit und entsprechend auch Einkünfte. Ja, genau. Ja. Deshalb fällt das vielleicht auch nicht so mit dem Geld auf, dass der unbedingt was auch braucht. Ja. Du wohnst bei dem erst 2 Monate. Hast du dich vorher auch so bei Leuten durchgeschlagen? Ja, bei meiner Ex-Freundin muss ich hinzufügen. Ach so. Das ist ein ganz großes Thema eigentlich. Da fing ich auch oft an zu lügen. Ich habe ein Kind auch mit der. Ist 18 Monate alt und ich war halt, hab bei ihr gewohnt, bin morgens auch rausgegangen, habe ihr gesagt halt, ich muss zur Arbeit. Ja, was ich getan habe, war irgendwie bei Ämtern versucht, Geld zu kriegen, damit es nicht auffällt, dass ich halt nicht arbeiten gehe. Dann kommt es irgendwann mal raus. Ich hatte auch eine eigene Wohnung. Und als die Wohnung mir gekündigt worden ist, weil ich halt keine Miete zahlen konnte, habe ich das natürlich auch nicht gesagt, bis die Vermieter anrufen bei meiner Mutter oder auch halt bei meiner Ex-Freundin und das dann alles also die so Zeit, rauskommt. Verstehe. Und also bei der Mutter, die Mutter wittert auch schon was, dass da einiges nicht in Ordnung ist. Ja, meine Mutter, muss ich sagen, die ist da am, ja, die kriegt das am, die kann das am meisten irgendwo nachvollziehen. So, da denkt sie sich schon manchmal ihren Teil. Ja. Aber ich denke mir nicht, dass die jetzt wieder mich bei sich überhaupt noch aufnehmen würde. Ja. So was die für mich macht. Kurze Bitte zwischendurch, Benni, wenn du den Fernseher noch die Lautstärke eingeschaltet hast, dreh das mal runter oder das Radio. Ja, hab ich. Einen kleinen Hall im Hintergrund. Ja. Das heißt, die ganzen Jahre und eben auch deiner Freundin gegenüber, hast du dann so ein wirklich sehr verschachteltes Lügengebilde aufgebaut. Genau. Und hast dich wahrscheinlich von einer Lüge zur anderen immer mehr verstrickt auch, ne? Ja, genau. Ich steigere mich da immer mehr rein und... Jetzt frage ich mich nur, wenn du das so erzählst, frage ich mich, das kostet ja viel Energie, ständig eine neue Lüge und noch eine neue Lüge. Ja. Du bist ein junger Mann von 25 Jahren. Ich hoffe mal und gehe davon aus, dass du gesund bist. Ja, bin ich. Einigermaßen fit und stabil. Nur ist es traurig, dass du keinen Schulabschluss hast und traurig auch, dass du keine Ausbildung gemacht hast. Aber warum versuchst du nicht die Energie, die du in das Lügen reinpumpst, nicht dahin zu kanalisieren, Jobs zu finden? Es gibt doch so viele Jobs vom Putzen gehen bis irgendwelche Aufräumarbeiten und also auch unangenehme Jobs. Aber es sind halt Jobs, wo man ein bisschen Kohle verdienen kann. Warum machst du das nicht? Ja, das ist halt die Sache, Jobs zu finden, das ist nicht mein Problem. Aber die zu halten... Das ist mein Problem. Und das war schon immer das, was man von mir sagt. Ich habe ja auch eine Betreuerin, die mir ab und zu hilft bei Arbeit suchen, dass ich das halt nicht lange aushalte und viele Arbeiten halt dadurch verliere. Und woran liegt das, dass du das nicht aushältst? Bist du dazu lässt du dich dazu sehr gehen? Bist ja. Und irgendwann am Anfang bin ich da so, dass ich mich da beweisen möchte, wenn es mir auch ganz gut gefällt auf der Arbeit. Und dass die Leute dann irgendwo zufrieden sind. Sobald ich das gemerkt habe, wird es weniger. So, nun erzählst du mir das so als wäre das so eine Naturgegebenheit. Dagegen kann man ja etwas unternehmen. Ja. Wir alle, die arbeiten, kennen das ja, dass wir irgendwann zwischendurch auch mal Phasen haben, wo sie einfach keinen Bock haben. Und im Prinzip auch sich gehen lassen würden wollen. Aber das tut man nicht, weil der Job dann weg ist. Genau. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass du auch nicht wiederum genügend Selbstdisziplin hast. Und nicht genügend dich am Riemen reißt dafür. Ne, wenn es um die Sache geht, nicht unbedingt. Warum tust du das nicht? Warum? Das würde doch dein Leben sehr vereinfachen. Du würdest ehrlicher leben können, du hättest deine eigene Kohle und müsstest nicht alle Leute, wie gesagt, belügen. Ja, das ist halt die Ausdauer. Ich bin selber, wenn ich einen neuen Job gefunden habe, muss ich ehrlich dazu sagen, bin ich stolz auf mich, ich freue mich darüber. Also ist ein Erfolgserlebnis, ne? Ist ein Erfolgserlebnis wie bei jedem anderen wohl auch. Ja. Aber sobald irgendwo ich mich dann eine Zeit lang gearbeitet habe und mich dann halt einarbeite, kommt, ist es so, wenn ein kleines Problem schon auftaucht, das kann mich manchmal halt so weit runterbringen, dass ich schon gar keine Lust mehr habe. So, und dagegen muss was unternommen werden. Ja, das ist die Frage halt, was? Ja, die ganzen Jahre. Da kann dir auch kein Mensch helfen. Das
da bist du, Benny, 25 Jahre für verantwortlich. Nur du kannst dir selbst helfen. Und das musst du jetzt machen. Ich sage dir, wenn du das noch länger so weiterlaufen lässt, wirst du dir nicht mehr helfen können. Dann ist das so eingebrannt in dir, dieses Verhalten. Ich habe ja jetzt schon Sorge, dass es zu eingebrannt ist. Nee, ich hoffe nicht. Ich habe da noch hoffentlich so viel Sinn, dass ich mir bin. Ich sag mir ja selber auch, Kamal, das ist ein Leben halt, da wo das kannst du nicht weitermachen. Ja, und vor allem ist es ja nun wirklich auch vollkommen daneben, deine Leute alle so anzulügen, deine Freundin anzulügen, deine Mutter, die offensichtlich sehr nett zu dir ist und gut zu dir ist, anzulügen. Ja. Jetzt den Freund, der auch sehr freundlich zu dir ist. Du bist ja ein richtiger, eine Made im Speck, muss man ja so sagen. Ja. So, das ist ja nicht in Ordnung. Nee, so, absolut. Ne? Nicht. Und da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Ich sag zu dir das Gleiche, was ich vorhin zu dem Christian gesagt habe, obwohl es eine ganz andere Problematik ist. Aber du musst dich in den Hintern treten. Und kein Aber. Nix Aber. Ich kann nicht und ich will nicht. Nee, auf ich die, bin gesund und wenn ja. ich sehen würde, dann wird man auch sagen, Mensch, so. Zieh los. Auf die Zähne beißen. Und, ja. und durch. Und wenn es noch so unangenehm ist, das wird schon gehen. Und du tust es ja letztendlich, tust es ja für dich. Ich weiß ja auch, wie die Weil Unterschiede so, sind. So, ich will dir sagen, Benni, so bist du ja der absolute Loser. Ja. Du bist ja nicht so. Du bist ja einfach nur irgendjemand, der so mitläuft. Und das ist ja kein schönes Gefühl, wenn man das so für sich selbst hat. Nein, und in deiner Hand liegt es, aus diesem Loser einen ordentlichen Jungen zu machen. Nur in deiner Hand liegt es. Du sagst mir, an Jobs komme ich ran, kein Problem. Und ich empfinde dich als durchaus intelligent, so wie du mit mir redest, dass du das alles auch weiter in der Hand haben kannst und organisieren kannst. Ja, das ist ja auch die Sache. Ich habe ja halt diesen Abschluss. Aber trotz alledem finde ich halt die Jobs so, wo ich mir vorstellen kann, die würden dir Spaß machen. Es sind halt keine Ausbildung, die kriege ich nicht. Daran wird es immer irgendwo scheitern mit dem Abschluss. Aber ich habe wie halt meine Betreuerin auch sagt, ich kann mich gut verkaufen. So, das ist doch ein Fund. Da kannst du mit wuchern. Ja, und das Beste ist ja, ich weiß, wie die Unterschiede sind, wenn man arbeiten geht, wie gut es halt auch einem geht. Ja. Ich habe ja, und dass mit meiner Mutter alles gut läuft, halt mit meiner Ex-Freundin alles gut läuft. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beide brauchen uns nicht gegenseitig zu überzeugen. Du weißt genau, wo der Hase langläuft. Ja. Jetzt musst du da auch langlaufen. Klar? Fände es toll, wenn wir in einem halben Jahr nochmal telefonieren könnten, Benni. Wenn du mir erzählst, damals, nach dem Gespräch mit dir, habe ich das und das in die Wege geleitet und heute mache ich das und das und das und habe meine eigene Kohle, dann wäre ich verdammt stolz auf dich. Und du auf dich auch. Ja, sicher. So. Ich hoffe mal, dass wir uns im November nochmal sprechen. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Große Lügen, unser Thema heute Nacht, 0800 220 5050. Nächste Anruferin, Eva, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Eva. Endlich mal eine schöne, klare Leitung. Ah, wie schön. Auf der Eva spricht. Eva, reden wir über eine Lüge, die du zu verantworten hast? Nein. Du bist ein Opfer von einem Lügen. Ja, und das ist eigentlich... Also es ist das erste Mal, dass ich das überhaupt erzähle. Das weiß sonst, außer mir weiß niemand, dass das überhaupt stattgefunden hat. Ja. Und das hört sich auch ziemlich unglaublich an, aber es ist die Wahrheit. Und es mag vielleicht, ich ist schon vorher aufgefallen, dass ich klinge nicht sonderlich verzweifelt und ich lache auch manchmal zwischendurch. Aber es hat nichts damit zu tun, dass mir es nicht nahe gegangen ist oder so. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, mein erster Freund, den ich hatte, also mit dem ich wirklich lange zusammen war, ein Jahr wirklich mit dem zusammen gewesen, der hat vor mir und vor anderen, also aus meinem Umfeld, seinen Tod vorgetäuscht. Der hat vor dir seinen Tod vorgetäuscht? Ja. Und vor anderen auch? Ja, also vor meinem Umfeld. Also es ist so, dass alle meine... Und du hast geglaubt, dass er tot ist? Ja, ich glaubte das 4 Jahre lang. Wie hat er das gemacht? Während ihr in der Beziehung noch wart? Ja, während wir in der Beziehung waren. Also wir sind ein Jahr zusammen gewesen und er fing dann an, also er hat ein Auslandssemester gemacht. Ich war im Abitur und er hat Kunstgeschichte studiert. Ja. Wir haben uns auch kennengelernt irgendwie auf so einer Party und so. Ja. Und ja, interessanter Mensch und was weiß ich. Und
er hat dann irgendwann ein Auslandssemester in Prag gemacht. Und da haben wir dann immer, weil er auch immer chronisch pleite war und so wenig telefoniert und weiß ich nicht. Und dann hat er mich dann schon nochmal besucht und so. Und irgendwann, war halt problematisch. Die Geschichte unserer Beziehung war eh sehr problematisch, aber das... Ich will jetzt wissen, wie er vorgetäuscht hat, dass er tot ist. Das sage ich schon auch später. Ja. Irgendwann bekam ich einen Anruf von einem angeblichen Kommilitonen. Ja. Und der hat gesagt, Lorenz hat einen Autounfall. Den hat er also instrumentalisiert, diesen Kommilitonen? Ja, muss so gewesen sein. Also ich kann ein Autounfall in Prag. Mhm. Und er ist dabei umgekommen? Ja, mit 120 Sachen gegen eine Mauer gefahren und er wäre womöglich aus der Gegenfahrbahn müsste jemand irgendwie auf seine Spur gekommen sein, sodass er ihn abgedrängt hat. Da wart ihr noch zusammen? Ja. Da warst du ja wahrscheinlich vollkommen am Ende. Ja, ich bin nervlich total zusammengebrochen. Überlegt man da nicht gleich, sich in Zug zu setzen oder ins Flugzeug oder Prag zu fahren? Das wollte ich. Hab dann aber erstmal, also ich war in einem totalen Ohnmachtszustand. Also was kurz nachdem ich das erfahren habe passiert, das weiß ich nicht genau. Meine Tante hat mich auf der Straße irgendwie aufgelesen und ich war wohl draußen und bin völlig kreidebleich. Aber du bist nicht nach Prag gefahren? Nein, ich bin nicht nach Prag gefahren. So, jetzt frage ich mich, gut, das kann man vielleicht bei einer Person machen, aber haben seine Eltern, haben die das alle auch geglaubt? Die Sache ist die, dass eben überhaupt, ich meine, dass jemand sowas macht, ist ja auch nicht normal irgendwie eigentlich. Besonders nicht, wenn es ein intelligenter junger Mann und eigentlich alles in Ordnung. Aber es war eben nicht alles in Ordnung bei ihm. Er hatte... Lass mich fragen. Er hat es genau bei seinen Eltern auch so vorgetäuscht. Ja, die ganze Familie hat das geglaubt. Die ganze Familie hat es geglaubt. Ja, denen war es aber egal, weil die haben ihn quasi verstoßen gehabt, seit er 16 ist. Wo war denn dann angeblich die Beisetzung? Genau, das ist das, wo ich damals schon in Stutzen gekommen bin. Mich hat dann ein angeblicher Großvater angerufen. Ja. Der sagte, der war auch sehr herrisch am Telefon, der sagte, Beisetzung passiert bei uns in Göttingen und ich bin nicht erwünscht. Und du bist doch nicht hast du doch nicht rausgekriegt, wo das in Göttingen ist und bist nicht hingefahren? Ich habe dann versucht, unter dem Namen, den mir der Großvater gesagt hat, denjenigen zu erreichen, konnte das aber nicht. Der hat das Motel angerufen. Das heißt, du hast es dann so hingenommen und also die Beziehung, die wir hatten, war auch sehr stark nur zwischen uns beiden. Also Eva, das ist ja so eine Hammergeschichte, dass ich jetzt auch immer wieder unterbrechen muss, damit man das so versteht. Oder da liegen so viele Fragen auf der Hand. Da täuscht der Freund, mit dem man in einer Beziehung steckt, vor, einen tödlichen Autounfall zu haben. Stürzt dich in das größte Unglück, was man sich dann vorstellen kann. Das ist auch das, was ich ihm... Wie lange hast du geglaubt, dass er tot ist? Ich habe bis vor 8 Monaten geglaubt. Bis vor 8 Monaten? Ja. Wann war das? In welchem Jahr, als er das vorgetäuscht hat? Dazu muss ich sagen, Moment, also es war an meinem 18. Geburtstag. Du bist ja heute 23. Und ich habe diese Jahre da immer so ganz komisch, wenig im Blick irgendwie. Ich glaube, das war, das ist jetzt dann 4 Jahre. Das ist ja unglaublich. Wie hast du es denn jetzt erfahren, dass das eine Lüge ist? Ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen? Ja. Irgendwo zufällig? Ja. Das ist ja unglaublich. Aber glaubt man denn dann überhaupt, er ist es? Denkt man nicht, Gott, der sieht ja aus wie er, oder? Er ist es. Also weil ich die Begegnung... Hast du mit ihm geredet dann? Ja, ich habe ihn angesprochen. Und er war es? Ja, also ich wohne jetzt in Hamburg, wohnte ich früher nicht. Und im Moment bin ich bei meinen Eltern, aber... Und wo hast du ihn, in welcher Stadt getroffen? In Hamburg. In Hamburg. Wirklich rein zufällig? Ja, er wusste ja nicht, dass ich jetzt in Hamburg studiere und dass ich da wohne. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt brennt natürlich uns allen die Frage unter den Nägeln. Warum hat er das getan? Ja, also ich glaube, es hat ja eben sehr viel mit ihm und seiner psychischen Konstellation und seiner ganzen Konstitution zu tun gehabt. Er war ein wahnsinnig schwieriger Mensch. Also er war auf der einen Seite unglaublich faszinierend, weil er unglaublich tief war. Würdest du so weit gehen, dass er eigentlich psychisch krank war? Auf jeden Fall. Krank war oder ist vielleicht? Manisch-depressiv. Also ich studiere jetzt Psychologie und ich weiß nicht, ob das auf
viel damit zu tun gehabt hat, aber... Aber er hat dann ja damals Leute mit eingeweiht, ne, in ja, diesen Plan. Ja, und das sind einfach so Sachen, die ich mich nie bemüht habe rauszufinden, weil ich auch Angst davor habe. Hast du denn, du hast jetzt einmal ihn auf der Straße getroffen. Habt ihr euch dann nochmal getroffen oder Nein. habt ihr gar nicht? Ich habe ihn gesehen und ich bin einkaufen gewesen. Mhm. Und da sind solche sitzen Leute oft auf der Straße, Hamburg, Schulterblatt und so. Mhm. Und ja, ich habe ihn gesehen, seine Augen und sein Ich stelle mir diese Begegnung so irreal vor. So surreal letztendlich. Passt auf die Vorstellung, weil für mich ist, ich habe drumherum nichts mehr wahrgenommen. Also, aber warst du in dem Moment überhaupt fähig zu fragen, warum? Nein, warum habe ich natürlich nicht gefragt. Hast du nicht, also die Antwort, die du mir gerade gegeben hast, das, so erklärst du dir das? Dass ja, ich erkläre mir das so. Was habt ihr denn da geredet überhaupt? Gar nichts. Ich habe ihm nur gesagt, Lorenz. Ich habe ihn angeguckt und ihm ja, seinen Namen auf den Kopf zugesagt und ihn angeguckt. Und er saß in so einem Eingang und hat mich angeguckt. Und ihm ist wie alles aus dem Gesicht gefallen. Hat er was gesagt? Nein, aber seine Augen haben sich, als ob sie sich mit Tränen gefüllt hätten oder so. Und dann habt ihr euch wieder getrennt? Er ist aufgestanden und ist gegangen. Und ich bin hinterher und er ist gelaufen. Und das klingt wie im Film. Ja. Wie in einem sehr seltsam geschriebenen Film. eigentlich, ich weiß nicht, es wirkt so sinnlos, aber... Bitte? Filme haben meistens irgendwo einen Sinn. Was ist sinnlos? Es wirkt alles so sinnlos. Warum? Also, es hat... Sag mal, wenn ich an deiner Stelle wäre, hätte ich eine Krankheit hin, Krankheit her, dennoch eine ungeheure Wut auf diesen Mann. Hatte ich... Das ist schwer zu sagen. Also, ich habe ein Jahr meines Lebens, glaube ich, verloren durch diese Sache. Ja, glaube ich. Ich habe drei Monate danach kann ich mich quasi nicht mehr erinnern. Mhm. Also es ist ganz, ich bin ja zur Schule gegangen und habe mein Abi deswegen später gemacht, weil ich angeschlagen warst. Ja, war echt schlimm. Ich habe dann irgendwann. Aber es ist ja nur auch sonderbar in diesem Fall, dass nur hast du ihn getroffen und nun sind die Wege wieder auseinandergegangen. Es ist auch gut so. Weil, ja, aber ist es denn dennoch nicht ein Bedürfnis bei dir, doch Näheres zu erfahren, was da los war? Komischerweise nein. Und das ist auch der Grund, warum ich das niemandem gesagt habe, dass ich ihn getroffen habe. Mhm. Weil ich sehr stark, ich habe für mich mit der Sache, ich habe das abgeschlossen. Ja, ich habe auf eine ganz seltsame Art und Weise vielleicht für andere damit abgeschlossen. Meine Familie, meine Mutter ist besonders auch diejenige, die immer noch, auch mir immer noch sagt, dieser, das ist damals. Das ist damals so seltsam gewesen. Es ist, wir haben das nie rausfinden können. Wir haben da nie jemanden richtig erreichen können. Nie hat uns jemand was gesagt. Irgendwas ist da nicht richtig. Also umso mehr fühle ich mich geehrt, dass du das hier erzählt hast jetzt und mich angerufen hast. Aber hier ist auch sehr anonym. Nur irgendwo. Will man das dann nochmal erzählen? Loswerden. Ja, ich verstehe. Keiner besten Freundin nichts erzählt. Die Sache ist eben noch so gewesen, dass durch die Art, wie er war, habe ich mich sehr auch abgekapselt von meinen Freundinnen damals. Und er war zu denen herablassend arrogant, für mich auf eine gewisse Art und Weise faszinierend. Er war der stärkste und schwächste Mensch, der mir je begegnet ist, zugleich. Aber deshalb war gar nicht so eine Verbindung da und dass du jetzt großartig erzählen könntest oder würdest wollen. Ja, genau. Ich habe sehr schwer gehabt, nachdem er gestorben ist, überhaupt Zuneigung wieder zu kriegen, also dass ich aufgefangen werde von dem. Ja, ja. Nur hast du gerade gesagt, dass du Psychologie studierst. Ja. Du weißt, dass ich die Gespräche hier in der Sendung, auf dem Sender, immer nur in einem bestimmten zeitlichen Rahmen leider führen kann. Ja. Deshalb würde ich dir gerne anbieten, wenn du das gerne möchtest, dass du, wenn es noch was zu besprechen gibt, was wir vielleicht hier jetzt nicht haben vertiefen können, dass du noch ein paar Worte oder auch ein paar mehr Worte mit meinem Psychologen noch sprichst. Meinetwegen. Wenn du das gerne möchtest, biete ich es dir gerne an. Also, über die ganze Sache vielleicht einmal wirklich ganz zu sprechen. Ja. Gerne, aber nicht, weil ich Hilfe brauche. Ja, okay. Aber wir können das ja mal so machen. Mhm. Das ist der Peter heute Nacht hier bei mir. Okay. Ich danke dir herzlich und wünsche dir alles Gute und hoffe sehr, sehr von Herzen. Aber ich glaube, sowas passiert einem nur einmal im Leben. Ich denke auch. Dass sowas nicht nochmal geschieht. Das denke ich auch nicht, dass das passieren wird. Alles Gute von Herzen, Eva. Dankeschön. Auf Wiederhören. Du legst auf und wir rufen gleich an. Okay, danke. Tschüss.
Anna, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo Anna. Hallo. Große Lügen heißt ja. Das Thema. Erzähl. Und zwar? Geht's um dich? Um mich, ja. Also, dass du selbst lügst? Genau. Ja. Es ist so, ich habe seit 2,5 Jahren einen Freund. Mhm. Und er hat eine andere Religion, mhm. also Moslem. Ich bin katholisch. Ja. Für mich ist das kein Problem, ja. Nur meine Eltern akzeptieren das gar nicht. Mhm. Und deswegen muss das halt geheim bleiben. Akzeptieren es denn seine Eltern? Auch nicht. Auch nicht? Ja, das ist halt von beiden Seiten ziemlich schwer. Ihr Armen, also ihr werdet beschossen quasi von beiden Familien. Genau, ja. Also das erste halbe Jahr ging es noch, konnte man das noch irgendwie geheim halten, mhm. aber dann halt nicht mehr. Mhm. Ist ja auch logisch, also irgendwann geht das auch nicht mehr. Kann man deine Eltern nicht überzeugen? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es ja. Das ist ja ein sehr, sehr weiser und schlauer Satz. Das heißt, ich muss auch einen Menschen einer anderen Religion lieben? Nein. Das kann man sie nicht überzeugen. Da kann man sie nicht überzeugen. Mhm. Da hört dann die Nächstenliebe auf. Genau, also da kamen schon sehr konkrete Aussagen, also von wegen, ja, dann geh zu ihm, aber komm nicht wieder. Mhm. Harte Sachen sind gefallen von meiner Mutter, muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Nämlich? Wie zum Beispiel, ja, zu der eigenen Tochter zu sagen, dass man sie lieber tot sehen würde als mit diesen Menschen. Das hat die Mutter zu dir gesagt? Das ist aber schlimm und traurig. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein. Noch eine große Schwester. Ja. Und sind die Eltern beide so krass drauf? Oder gibt es einen Teil, der ein bisschen toleranter ist? Nee, beide so, beide so. Und die große Schwester, was sagt die? Also so das erste Jahr hat sie ja noch ein bisschen so eher auf meiner Seite gestanden. Doch dann dieses ganze Hin und Her hat sie auch keine Lust mehr gehabt und lässt mich eigentlich alleine damit. Mhm. So, jetzt am Anfang haben die Eltern von dieser Beziehung etwas gewusst. Das erste halbe Jahr nicht. Mhm. Aber jetzt auch wieder nicht, ne? Weil du sagst, es läuft ja geheim. Ja, genau, aber Vermutungen sind halt da, ne? Ach so, also das erste Halbjahr überhaupt nicht? Und dann, wie ist es dann rausgekommen? Man hat uns gesehen, leider. Ach so, und da kam die Diskussion auf. Ja. Hat er denn zumindest die Chance bekommen, dass er bei deinen Eltern mal zu Hause war und dass sie ihn haben kennenlernen können? Nein. Umgekehrt, durftest du mal zu seinen Eltern? Nein. Auch nicht? Nee. Das heißt, deine Eltern glauben dir im Moment auch nicht, dass das vorbei ist? Nee, also so zu, ich würde sagen zu 70% glauben sie es. Da ist noch ein großer Zweifel. Ja. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja. Ja? Aber da musst du ja sehr viel lügen, ne? Wenn ja, Gott sei Dank nicht mehr. Also du lügst, obwohl sie das gar nicht so glauben, was du da lügst. Also es ist eine sehr, sehr vertrackte Lage, ne? Ja, sehr, ja. Lass mich noch zu seiner Seite fragen. Du sagst, er lügt mittlerweile nicht mehr so. Ja, weil er nicht mehr zu Hause wohnt. Achso, das ist einfacher. Aber vor seinen Eltern verleugnet er dich auch nach wie vor. Was heißt verleugnen? Also ich meine, er hat... Also er sagt, dass ihr nicht zusammen seid. Nee, das wissen die schon und das sagt er auch schon. Also, aber da können die ja wenig machen, die Eltern. Schließlich ist er jetzt, hat eine eigene Wohnung und ist selbstständig. Und da kann man ja schwer was dagegen machen. Naja, man kann ihn aber moralisch verbannen, ne? Da habe ich ja schon sehr schlimme Geschichten gehört, dass davon Eltern halt ein großer Druck ausgeübt werden kann. Ja, ja. So, jetzt sitzt du da zu Hause mit deinen Eltern und deine Mutter sagt, eigentlich hätte ich dich lieber tot, als dass du mit ihm zusammen bist. Ja. Wenn sie es auch mal so dahingesagt hat, aber sowas sagt man nicht dahin. Mhm. Gab es denn dann auch schon mal heftigen Streit, dass du dich aufgelehnt hast und hast gesagt, seid ihr denn bescheuert? Wie könnt ihr denn so das machen? Ja, natürlich, natürlich. Aber alles dicht, die machen zu. Ja. Mhm. Es ist ja auch schwer, also ich brauche ja beide. Ich brauche meine Eltern und ihn auch. Bist du noch Schülerin? Nee, ich fange jetzt bald eine Ausbildung an, aber ist doch fast das Gleiche. Von daher bin ich immer noch ziemlich abhängig. Finanziell abhängig. Mhm. Ja. Das ist halt auch das Problem. Mhm. Das ist ganz schlimm, was du erzählst, finde ich, Anna. Ganz schlimm und ganz, ganz erschütternd. Ja. Ich habe immer einen Zorn auf Eltern, wenn ich das höre, wenn Eltern ihren Kindern
ob sie nun Deutsche oder ob sie Ausländer sind, das Leben so schwer machen. Ja, ich weiß, irgendwann wird der Tag halt kommen, und wo ich dann wirklich vor der Entscheidung stehe. Und da habe ich halt ziemlich Angst davor. Ja, und ich plädiere ja immer dafür. Immer dafür, ob das eine ausländische Familie ist oder ob das eine deutsche Familie ist. Dass man sich gegen die Eltern auflehnt. Weil die Liebe hat zu sagen und zu entscheiden. Nicht die Tradition, nicht die Eltern, nicht der Glauben. Und jeder gute Glaube toleriert auch einen anderen, der gut glaubt. Das ist ja völliger Blödsinn, das müssen wir gar nicht diskutieren. Also muss man sich gegen die Eltern auch auflehnen, weil es Unsinn ist, was sie erzählen, weil es menschenverachtend ist, weil es unglaublich ist letztendlich. Also hat man fast schon eine moralische Verpflichtung zu sagen, nein, so nicht, mit mir nicht. Ich liebe diesen Mann, Punkt. Ja. Und wenn er Moslem ist, ist er Moslem. Ja. Und wenn er Hindu wäre, wäre er Hindu. Wenn er Buddha, Buddhist wäre, wäre er Buddhist. Ist auch egal. Ja. So, misslich ist es natürlich jetzt für dich, dass du finanziell abhängig bist von den Eltern. Aber das darf auch kein Grund sein, einzuknicken. Ja, also ich tue wirklich alles dafür. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt einfach zu sagen, ja, tut mir leid, also ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Das darfst du nicht tun, wenn du diesen Mann liebst. Ja. Dann darfst du nicht von ihm weggehen, nur weil deine Eltern das nicht wollen. Da würdest du eine große Schuld auf dich laden, finde ich. Ja, stimmt schon. Aber du musst jetzt halt irgendwie sehen, wie du dein Alltagsleben da gebacken kriegst. Ja, das ist schon ziemlich schwer. Gibt es Möglichkeiten, die Finanzierung doch irgendwie hinzukriegen, auch wenn du nicht mehr zu Hause wohnst? Ja, so also sagen wir es mal so, er ist ja auch berufstätig und zusammen würde man das schon schaffen. Er hat mir auch schon oft angeboten, Fuß zu ziehen. Ja, dann mach das. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, das bedeutet dann erstmal den Bruch mit den Eltern. Ja. Davor schreckt man natürlich zurück, das ist ja auch richtig und normal erstmal. Aber vielleicht kapieren dann die Eltern, was sie dir auch antun. Ja, das ist auch meine Angst, dass sie es eben nicht kapieren. Sie sind sehr stur. Das ist. Aber dann kapieren sie es, wenn du sagst, nee, ich gehe. Und wenn sie merken, dass das Kind weg ist, vielleicht kapieren sie es dann. Und weißt du, wenn sie es dann immer noch nicht kapieren, dann sind es wirklich schlechte Eltern. Das muss ich so sagen, entschuldige. Ja. Das ist ja schlimm, wenn man das dann so für sich realisiert, aber das ist dann so. Den Eltern muss doch in erster Linie darum gehen, dass das Kind glücklich ist. Ne? Das ist doch müsste doch die oberste, ist ja auch bei den meisten Eltern so. Ja, das ist leider bei ihm nicht so. So, und wenn du sagst hier, ich bin eine erwachsene junge Frau von 20 Jahren, mein Glück ist dieser Mann, dann müssen die Eltern das akzeptieren. Ja, schön wäre es irgendwann mal. Also Anna, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr euch da alleine irgendwie durchwurstelt, du und dein Freund, macht es, geh. Okay. Setz dich nicht auf diesen Terror da zu Hause aus. Setz dich, weißt du, auch allein die Tatsache, dass du da immer 70% rumlügen musst, ist doch alles nichts. Ja, stimmt, das ist schon ziemlich schwer. Ja, ich glaube, es ist für dich vielleicht auch, wenn es noch so weh tut und schwer ist, von zu Hause wegzugehen, aber vielleicht letztendlich auch eine Erleichterung ist, dass du endlich dann dein Leben leben kannst. Ich würde dich dazu ermutigen wollen, wohl wissend, wie schwierig das ist. Und ich sage das nicht leichtfertig, ich weiß, dass das ein großer Schritt ist, wenn man einfach dann im Alter von 20 dann rausgeht. Und aber ich glaube, dein Herz schlägt schon in die richtige Richtung. Das höre ich die ganze Zeit raus, dass du letztendlich auch gar nicht in die Versuchung geraten bist, zu sagen, nee, ich verlasse ihn. Nee, das sind jetzt 2,5 Jahre. Ich hätte schon viel früher machen können. Aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich wünsche euch beiden alles Glück der Welt. Alles Gute der Welt, Anna. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Susanne, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, in 5 Minuten 39 Jahre leben. Du hast schon auf die Uhr geguckt, ne? Ja. Aber wie ging's denn? Folgendes. Ich habe mit meinem 11. Lebensjahr erfahren, dass mein bis dato Vater nicht mein Vater ist. Sondern dass ich einen spanischen Vater habe, aus einer Affäre entstanden und erfahren habe ich es von meiner 3 Jahre älteren Schwester. Ist, glaube ich, wenn man 11 Jahre alt ist, ein Schock, ne? Erstmal nicht. Also ich denke, weil man nicht diese moralischen Schranken so im Kopf hat, erstmal fand ich es unheimlich spannend, fand mich eigentlich als etwas Besonderes. Ach so. Und ich habe aber auch gemerkt, dass das irgendwo so ein, wie soll ich mal sagen, so eine Bombe ist, die ich zünden würde, wenn ich jetzt der Sache nachgehen würde, unterbewusst.
Lass mich fragen, der Mann, von dem du geglaubt hast, das sei dein Vater, das war dein Stiefvater. Das ist mein Stiefvater, der praktisch mich adoptiert hat, ja, aus dem Grunde, um meine Mutter wieder zurückzubekommen. Also diese Ehe kriselte damals schon. Hat der dich denn in diesen ersten 11 Lebensjahren gut behandelt? Nein, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und meine 3 Jahre ältere Schwester bei meinem Papiervater, sage ich immer. Ach so, die waren dann schon wieder getrennt? Die waren getrennt, ja. Du hast gerade so was Geheimnisvolles gesagt, wenn ich der Sache nachginge, würde da eine Bombe hochgehen. Ja. Bist du der Sache nachgegangen? Ja. Und was für eine Bombe ist hoch? Vor 3 Jahren. Erst vor 3 Jahren? Erst vor 3 Jahren. Und ich habe meinen spanischen Vater auch gefunden, der mittlerweile auch 73 Jahre alt ist. Mhm. Ich war auch in Therapie deswegen. Und da hat mir der Therapeut gesagt, also um mich also eben auch zu trösten, ein Mensch, der schon so alt ist, der möchte sein Leben natürlich nicht mehr so furchtbar viel Unruhe bringen. Inwiefern ist denn da eine Bombe hochgegangen? Eine Bombe ist hochgegangen, dass ich meine Mutter gegen mich hatte, die mit diesem Mann natürlich nichts mehr zu tun haben wollte. Ja. Ja, und praktisch ihre Lüge irgendwo so aufgedeckt habe, denn ich denke, ich wäre heute noch im Ungewissen, wenn da meine Schwester nicht gewesen wäre. Ach so, ich dachte jetzt, dass du da auf irgendeinen unglaublichen Menschen gestoßen bist. Das ist aber alles im normalen Bereich, der Vater. Wie im normalen Bereich? Nein, da ist eine Bombe hochgegangen. Ich dachte, du hättest jetzt jemanden entdeckt und da hätte sich eine Riesengeschichte hinter verborgen. So ist es nicht. Nein. Der Vater ist ein normaler, alter, netter Mann. Ist ein alter, netter Mann, ja, der mittlerweile eine neue Familie hat, die ihm verbietet, mit mir Kontakt zu haben. Ah ja. Und dein Zorn richtet sich gegen die Mutter? Ja, richtig. Lebt die noch? Ja. Ja. Warum hat sie dich denn überhaupt belogen damals? Ich denke mal, das war der bequemere Weg. Mhm. Das war das eine. Und ich denke, sie wusste eben auch, dass das, ich sag mal, moralisch nicht okay ist. Mhm. Also auch mir gegenüber. Und sie, wir schweigen auch heute wieder drüber, nachdem ich ihn gefunden habe. Und ich habe also die spanische Sprache nur, ich sag mal, über die, ich sag mal, VHS lernen können. Wir hatten also eine Riesensprachbarriere. Ich hatte also auch telefonischen Kontakt zu meinem spanischen Vater. Also hast du extra für ihn Spanisch gelernt? Nein, davor. Ach, davor schon? Also es war wirklich intuitiv. Ich lerne Flamenco schon seit 5 Jahren. Also es brodelte irgendwie. Aber da wusstest du ja schon, dass es sich um einen Spanier handelt, zumindest. Ja. Aber du konntest nicht ahnen, dass du ihn finden würdest. Nein. Das war so vielleicht so eine geheime, unterbewusste Sehnsucht. Irgendwann wird es vielleicht passieren und ich bereite mich schon mal darauf vor. Ganz genau. Ich tanze, ich spreche die Sprache und so weiter. Ja. Ja. Bist du glücklich, dass du ihn gefunden hast? Nein. Ja, weil ich ja eben keine Befriedigung finde. Er möchte ja den Kontakt nicht. Mhm. Aber immerhin hast du ihn mal, hast du mit ihm gesprochen? Ich habe mit ihm gesprochen und er hat eben mir auf Spanisch gesagt, dass meine Mutter alleine die Schuld hätte, dass es alles auseinandergebrochen ist. Hast du eigentlich nur am Telefon mit ihm gesprochen oder warst du auch bei ihm? Nur am Telefon. Nur am Telefon. Ich hatte natürlich die Fantasie, mit meiner Spanischlehrerin nach Badajoz zu reisen und ihn das zu überraschen, aber das... Susanne, ich muss leider aufhören, die Sendung ist vorbei. Ja. Möchtest du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Ja, bitte. Gut, dann rufen wir dich gleich an. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Auf Wiederhören. In der Technik, Michael Jansen. Morgen Freitemen, Nacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.